Hallo Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir und natürlich zu einem neuen Food Journey, wie soll es anders sein. Ich habe euch wieder 4 Tage lang und durch meinen Food-Alltag mitgenommen, das wisst ihr ja mittlerweile schon. Es sind natürlich wieder nur 4 Tage eigentlich jetzt jedes Mal, aber trotzdem sind meine Food Journeys so entlang. Ich hoffe, das stört euch übrigens nicht. Aber ein Tag war quasi für ein anderes Video bestimmt. Da habe ich quasi einen Tag lang nur Gerichte gegessen, die ich sonst noch nie probiert habe. Verlinke ich euch auch gerne in meiner Infobox, falls ihr Lust habt, das zu schauen. Aber ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall mit diesem Food Journey erstmal ganz viel Spaß. Und genau, dann swipen wir direkt mal rein. Guten Morgen, meine Lieben. Das heutige Frühstück ist ein bisschen größer, weil ich irgendwie so doll Hunger verspüre. Und deswegen ausnahmsweise mal 2 Brötchen statt einem. Und zwar einmal mit Leerdammerkäse und Tomätchen. Und das andere sieht vielleicht jetzt ein bisschen eklig aus, aber das ist einfach Cashew-Mousse. Habe ich bisher noch nie gegessen, aber der Arne hat sich das jetzt letztens gekauft und das ist wirklich so gut. Also das kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Und darüber habe ich ein paar Mandelstücke hier noch zerbröseln wollen. Hier hatte ich dann keinen Bock mehr. Dann sind jetzt einfach ganze drauf. Und das werde ich jetzt frühstücken. Und natürlich noch meinen selbstgemachten Bananen-Himbeer-Smoothie. Habe ich auch schon ewig nicht mehr getrunken, aber heute richtig Lust drauf gehabt. Und das ist heute das Frühstück. Das heutige Mittagessen, richtig, richtig lecker, ist ein Kartoffelgratin. Und zwar kocht jetzt dafür auch schon der Brokkoli im Topf, damit der schon mal ein bisschen weich wird. Und hier sind die Kartoffeln und ich freue mich da wirklich sehr drauf. Dazu gibt es auch noch später Salat. Ich liebe es und ich hatte es so lange nicht mehr. Ach, das wird auch wieder ein Schmaus. So, das Kartoffelgratin ist jetzt fertig und es riecht einfach wirklich mega, mega lecker. Dazu gibt es noch einen Salat und ich habe mir hier noch Tomätchen einfach dazu bestellt, weil ich gerade mega Lust auf Cocktailtomaten hatte. Und das werden wir jetzt auf jeden Fall essen und das sieht so delish aus. Oh, da freue ich mich jetzt drauf. So, Frenzies, es ist jetzt, ich kann gerade mal hier nachschauen, der 12.01. 17.35 Uhr. Und ich habe jetzt schon wieder ein paar Toffifees genascht. Oh, es ist ja wirklich eine meiner Lieblingssüßigkeiten wieder geworden. Ich habe die wieder für mich entdeckt. Ich denke mal, die anderen werden auch nicht mehr länger überleben. Und eigentlich habe ich hier schon vor ungefähr 20 Minuten unten meine Fitnessrolle geholt. Mit den Toffifees zusammen. Und die Toffifees haben gerade gewonnen. Und ich widme mich erst ihnen und dann vielleicht noch dem Sport, wenn ich nicht so unmotiviert bin. Priorities first. Das Abendessen gibt es heute mal wieder ein Süppchen. Und zwar eine Maultaschen-Gemüsesuppe. Ich habe mir jetzt mal Gemüsesticks gemacht. Aber schon unten ein bisschen gut davon gesnackt. Und zwar einfach Cocktailtomaten. Ich finde ja wirklich, Cocktailtomaten zu snacken, ist einfach nur so lecker. Morgen, ihr Lieben. Heute gibt es ein bisschen sommerlich angehauchtes Frühstück. Ich hatte diesmal irgendwie gar keine Lust auf Porridge. Ich hatte keine Lust auf Brötchen. Einfach nur noch ein bisschen Joghurt mit Früchten. Und ja, dann hatte ich einfach Lust, da noch Kokosflocken drüber zu machen. Ein bisschen Chiasamen noch. Ja, genau. Irgendwie ist mein Hunger nämlich heute auch nicht so groß. Weshalb ich halt echt auch ja, gar keine Haferflocken oder sonst irgendwas drin habe. Aber das soll auch mal vorkommen. Ich habe mir dazu jetzt ein Glas Wasser gemacht. Und das werde ich jetzt frühstücken. Ich freue mich da irgendwie voll drauf. Cake is in the making. Ein Schokokuchen. Ich kann euch das Rezept sehr, sehr gerne mal unten verlinken. Es ging eigentlich mega, mega easy. Nur ich habe so ein Chaos verstaltet. Guckt euch das mal an. Und Moment, hier geht es noch weiter. Also furchtbar.
Deswegen hasse ich Backen, weil man dann immer danach so eine Aufräumaktion hinterher hat. Naja, egal, ich hoffe, das lohnt sich jetzt für den Cake. Hoffentlich schmeckst du gut. So, das ist der fertige Kuchen. Und ich finde, der ist mir mal zur Abwechslung fürs erste Mal ganz gut gelungen. Das ist nämlich so eine gesündere Variante. Genau, da hatte ich einfach mal richtig Lust drauf. Ich habe nämlich heute Morgen Sport gemacht und irgendwie hatte ich Bock auf Kuchen. Aber ich wollte mir jetzt nicht direkt wieder den vollen Zucker geben, weil ich da heute auch gar keinen Bock drauf habe. Das gibt's auch mal. Deswegen eine gesündere Alternative. So, als Snack gibt es jetzt auch mal ein Stück davon. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie das schmecken wird. Das ist jetzt mein Nachmittagssnack for today. Ich habe mir schon mein drittes Stück an diesem Tag geholt und kann wirklich mit gutem Gewissen sagen, es schmeckt echt lecker. Also ich verlinke es euch echt gerne mal in der Infobox, falls ihr mal einen gesünderen Kuchen backen wollt. Ja, den werde ich mir jetzt auch noch kaufen. So, als Abendessen mache ich mir jetzt so eine Gemüsepfanne, so eine fertige Gemüsepfanne. Da konnte ich noch die letzte Wintergenuss-Gemüsepfanne ergattern. Die habe ich noch nie beim Aldi gesehen und ich liebe alles, was da drin ist. Da ist rote Beete drin, Kartoffel, Karotte, Bohnen. Ich weiß nicht, was das Grüne ist. Ah, Grünkohl. Und das werde ich mir jetzt auf jeden Fall machen. Ich gebe jetzt noch Party-Garnelen dazu. Das Ganze noch so einen kleinen Pep bekommt. Die Proteins, die ich eigentlich null benötige, weil ich gerade keinen Sport mache, aber trotzdem. Ja, gebe ich jetzt noch dazu und dann gibt es auch schon Essen. So, das ist jetzt mein fertiges Abendessen. Das ist jetzt die ganze Portion, also einfach eine Gemüsetüte und meine Party-Garnelen. Werde ich mir jetzt genehmigen. Das mit den Scampis dann doch ein bisschen zu wenig war, weil da halt auch kein Brot dabei war. Habe ich mir jetzt noch eine Knusperstange geholt, die habe ich vorhin nämlich nicht entdeckt und das werde ich mir jetzt noch genehmigen als 9 Uhr Snack. Aber über Knusperstangen geht einfach gar nichts, ist einfach so, so lecker. Oh, lecker. So, hallo. Rat, was wir jetzt machen. Oh, man darf nicht dein Passwort sehen. Wir gucken jetzt Game Off. Srounds. Ja, ich wollte nämlich nicht Srounds sagen, weil ich es auch nicht aussprechen kann. Und dabei gönne ich mir noch jetzt Fake Mikados. Die sind so, so lecker. Und ich bin da wirklich geizig. Also wenn ich sehe oder beziehungsweise schmecke, dass die genauso schmecken wie die richtigen Mikados, aber trotzdem 20 Cent günstiger sind und noch mehr drin ist, dann entscheide ich mich doch für die Fake Schokosticks. Aber vielleicht schmeckt man auch einen Unterschied. Ich nicht. Und ich habe in Mathe früher aufgepasst. Rechnerisch hätte ich auf... Rechnerisch hätte ich jetzt auf jeden Fall die richtige Wahl getroffen in der Mathearbeit. Und zwar, es ist schlauer. Hä, es ist schlauer für 90 Gramm 99 Cent als für 70 Gramm ebenfalls 99 Cent, Schatz. Aber nochmal 20 Gramm mehr drin. Also nochmal 5 Sticks, die ich mir mehr reinpflanzen kann. Guten Morgen, ihr Lieben. Heute gibt es ein Brekkie mit der Fam. Und ich habe mir jetzt als erstes schon mal mein Lieblingsbrötchen geholt. Und zwar Keimlinge sind das. So, so lecker. Und da werde ich jetzt auf jeden Fall Stremelachs dazu essen. Mittag, meine Lieben. Ihr habt ja jetzt gesehen, ich habe schon mal ein bisschen hier rumgewerkelt in der Küche. Und zwar gibt es heute ein Chili Sin Carne mal wieder. Ich liebe dieses Gericht so sehr. Es ist wirklich das beste Chili Con Carne, beziehungsweise Sin Carne, was ich je gegessen habe. Es hat auch dementsprechend auf Chefkoch richtig viele Bewertungen. Und ja, das müsst ihr auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich verlinke es euch wieder in der Infobox. Habe ich, glaube ich, schon öfter gemacht, aber ich mache so lange, bis es jeder von euch probiert hat. Und genau, das werden wir jetzt auf jeden Fall essen. Ich bin gerade wieder am Uni machen und der Arne ist gerade auch bei mir, macht seinen Uni-Krams und ich habe uns jetzt mal ein Eis in die Mitte gelegt, dass wir da auf jeden Fall jetzt ein bisschen Nervennahrung für haben, weil es ist... Oh, meine Motivation ist so unten. Jedenfalls hoffe ich, dass ich jetzt unsere Motivation ein bisschen anschrauben kann mit dem Eis, was gerade ein bisschen fehlt. Deswegen, genau, werden wir uns das jetzt teilen und ich mag die Leute übrigens wirklich sehr, sehr gern. Ist heute mein Abendessen und habe mir da allerlei Gemüse angebraten, was sie noch über hatten, also Pilze, Paprika, Aubergine und die hatten unfassbar lecker Oliven-Feta-Baguette noch übrig. Da habe ich mir auf jeden Fall noch die letzten Stücke gemopst, die es noch zu ergattern gab und dazu noch habe ich auch so ewig nicht mehr gegessen und zwar
Kochkäse einfach nur so geil. Der ist jetzt auch so lecker geschmolzen, weil das Gemüse die Wärme richtig über den Teller abgibt. Und genau, noch ein paar Tomaten und dann teilen sich der Arne und ich noch den Salat hier. Der war auch noch über und genau, das werden wir jetzt essen. Und er hat hier 4 Brötchen, die ja nicht sehr appetitlich aussehen. Orange habe ich mir auch noch mit hochgenommen. Yes. Ich bin gerade beim Arne und seine Mama hat mir richtig, richtig süß noch Milchreis aufgehoben mit Vanillepudding noch drin. Also das hat sie noch mit reingerührt und es schmeckt jetzt nämlich richtig, richtig lecker nach Vanillepudding-Milchreis. Richtig geil. Nur ich habe unten vergessen, Zimt drauf zu machen. Ich bin jetzt zu voll nach unten zu laufen. Das ist Zimt. Ja, aber bei Zimt kann man nicht zu viel reinmachen. Deswegen, ja. Egal, aber ich bin jetzt zu voll runter zu laufen. Deswegen werde ich das jetzt essen. Guten Morgen, meine Lieben. Ich habe mir jetzt beim Arne gerade Frühstück gemacht, deswegen auch gerade der Location-Wechsel. Ich habe beim Arne übernachtet, deswegen war ich auch jetzt bei ihm gerade unten in der Küche. Und deswegen sieht auch mein Porridge ein bisschen anders aus als sonst, weil ich quasi seine Toppings diesmal verwendet habe. Und zwar habe ich mir einfach ein ganz normales Porridge gemacht mit Himbeeren und ein bisschen Proteinpulver von ihm und Geschmacksrichtung Cookies. Dann habe ich noch Kakaonips hier reingegeben, habt ihr gesehen. Und genau, das war es dann auch schon. Und oben drüber habe ich dann jetzt noch Kakaonips gegeben, gepufften Quinoa, gefrorene Himbeeren, Chiasamen, Kirschnüsse, alles, was ich bei ihm gefunden habe. So, meine Lieben, heute gibt es Nudeln, beziehungsweise auch noch gefüllte Tortellini-Funghi. Die müssen nämlich auch mal aufgebraucht werden. Und dazu gibt es das allererste Mal, ich habe ja bisher sonst immer nur Sojahack gemacht, also quasi dieses Granulat, und jetzt gibt es quasi veganes Hack, das echt aussieht wie richtiges Hackfleisch. Ich bin echt fasziniert. Also das kann sich doch auf jeden Fall sehen lassen. Ich finde, man sieht zumindest schon mal keinen Unterschied. Und es duftet auch echt, echt lecker. Ich habe es jetzt noch mit bisschen Basilikum, Gewürz, Paprikapulver, Pfeffer, Thymian, Rosmarin und all sowas, was ich einfach finden konnte. Und genau. Und die guten müssten jetzt auch fertig sein. Hier ist Mittagessen, also einfach quasi Tortellini mit Funghi gefüllt und veganem Hack und frisch geriebenem Parmesan. Freue ich mich jetzt sehr drauf. Als Zwischensnack gönne ich mir jetzt noch von Koro mal wieder ein Riegel. Und zwar ist das der Bionut Butter Bar Peanut Riegel. Ich glaube, ich habe es gerade falsch ausgesprochen. Hauptsache, ich hatte übrigens mal Fun Fact als LK Englisch, aber da ist ja wohl gar nichts mehr von hängen geblieben. Und den werde ich mir jetzt auf jeden Fall gönnen. Mm. Sehr, sehr lecker. Erinnert mich ein bisschen an ein gesundes Snickers. Ich blende euch wie immer hier nochmal meinen Koro-Code ein. Falls ihr doch mal auf Koro stöbern wollt, müsst ihr natürlich nicht machen. Ich kriege dafür auch kein Geld, aber ja, just so you know. Und den werde ich auf jeden Fall weiter snacken. So, kleines Déjà-vu. Es gibt jetzt schon wieder heute Abend Suppe zum Essen. Wir essen es gerade richtig gerne, weil es so kalt draußen ist. Und es ist jetzt diesmal Suppe mit Tortellinis. Hier ein bisschen. Und mit Grießklößchen, Brokkoli und Karotten. Yes. Als Abendsnack gönne ich mir jetzt mal zur Abwechslung mal wieder was Gesundes. Ich habe gerade richtig, richtig Lust auf Obst. Dazu, weil ich dann doch nicht ganz auf Süßstoffe verzichten kann, ups, gibt es noch einen High-Protein-Himbeerjoghurt. Den finde ich eh sehr, sehr lecker von der Eigenmarke von Lidl. Schmeckt sehr, sehr gut. Das war es auch schon mit der Food Diary. Ich hoffe natürlich, dass es euch auch wieder gefallen hat. Und ich finde es immer noch so toll, wie gespannt ihr diese Food Diary schaut. Wirklich, das freut mich so unglaublich, weil das einfach schon ein Bestandteil ist, seitdem ich mit YouTube begonnen habe und es tatsächlich noch so viele Leute sehen, weil das freut mich natürlich ungemein. Und an der Stelle habe ich natürlich auch nicht die Verlosung vergessen. Da wollte ich nochmal sagen, an der Stelle auch bin ich so unglaublich gerührt, dass so viele an dieser Verlosung interessiert waren und so viele dieses Buch gewinnen wollten und was für liebe Worte ihr geschrieben habt und das alles so fleißig quasi mitgemacht haben. Das hat mich super, super gefreut. Und deswegen tut es mir auch so leid, dass nur 3 Leute gewinnen konnten. Aber für die, die nicht gewonnen haben, ich kann euch ja trotzdem mal gerne den Link zum Buch in der Infobox verlinken. Es ist ja auch nicht so, dass es die letzte Verlosung war. Es werden auf jeden Fall noch viele weitere kommen. Die 3 Gewinner stehen unten in der Infobox. Und an euch quasi, die jetzt gewonnen haben, herzlichen Glückwunsch. Und ich habe euch per Insta-Direct-Message geschrieben. Deswegen, falls ihr das noch nicht gesehen habt oder gecheckt habt, dann tut das jetzt, damit ich euch natürlich so schnell wie möglich die Pakete zusenden kann. Und dann würde ich mich jetzt von euch verabschieden, von euch allen. Fühlt euch ganz doll und warm vor allem gedrückt von mir. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Macht's gut, meine Lieben. Ciao!